Guten Tag, mein Name ist Jens Panse, ich bin der medizinische Geschäftsführer des Zentrums für Integrierte Onkologie Aachen oder kurz ZIO Aachen und darüber hinaus der stellvertretende Klinikdirektor der medizinischen Klinik 4. Also das ursprüngliche Ziel der Immuntherapien war, dass man Tumorerkrankungen, die man anderweitig nicht behandeln konnte, behandeln kann. Und man hat inzwischen auch Menschen, die eine sehr fortgeschrittene Tumorerkrankung haben, dahin gebracht, dass sie mit diesen Immuntherapien Jahre oder sogar Jahrzehnte leben können. Mit den Immuntherapien in früheren Krebsstadien versucht man einfach, die Chance auf eine Heilung der Patientinnen noch deutlicher zu erhöhen. Wenn Sie eine Immuntherapie geben bei einem Menschen, der eine akute Leukämie hat und Sie geben beispielsweise eine CAR-T-Zelltherapie oder einen bispezifischen Antikörper, dann, und jetzt kommt ein hartes Wort, ist die Heilung das Ziel der Immuntherapie. Was aktuell unter einer Immuntherapie verstanden wird, sind im Wesentlichen zwei große, sage ich mal, Bereiche. Das eine ist das, was man seit der Covid-Pandemie selber ganz gut kennt, glaube ich. Das sind die Antikörper. Also das sind Eiweißstoffe, die Antikörper heißen, aber die für unseren Körper arbeiten. Wenn sie also geimpft werden, entwickeln sie Antikörper gegen das sie geimpft worden sind. Und was man festgestellt hat in den letzten 20, 30 Jahren ist, dass sich zum Beispiel manche Krebserkrankungen dadurch auszeichnen, dass die Zellen der Krebserkrankungen bestimmte Signale auf ihrer Oberfläche tragen. Und jetzt können sie, wenn diese Signale, insbesondere dann, wenn sie einzigartig sind auf der Krebszelle, hervorstechen, Antikörper entwickeln, die dann gezielt diese Krebszellen angreifen. Nehmen wir mal HER2 neu, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, bei Brustkrebspatientinnen, da gibt es einen Antikörper, der heißt Herceptin. Also man spritzt ein Eiweiß und dieses Eiweiß erkennt ein bestimmtes Molekül auf der Krebszelle und deswegen wirkt es gegen die Krebszelle. Die Antikörper, das können Sie erkennen, ob Sie einen Antikörper bekommen als Patientin, die hören immer mit MAB auf. Und das steht für Monoclonal Antibody, also monoklonaler Antikörper. Klonal heißt, der ist genau gerichtet gegen ein Oberflächenmolekül. Das ist die eine Gruppe von Immuntherapien und dann gibt es die andere große Gruppe von Immuntherapien. Da geht es nicht um die Antikörper, sondern dann geht es um die Zellen in unserem Körper, die Tumorzellen beispielsweise erkennen können. Und auch da muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen. Wenn Sie eine Tumorzelle sind, dann entstehen Sie ja in einem Organismus, der normalerweise gar nicht möchte, dass Sie entstehen. Und deswegen müssen Sie sich als Tumorzelle so ein bisschen verstecken. Sie müssen sich verstecken vom Immunsystem. Und das Immunsystem hat bestimmte Mechanismen, wie es eine Zelle als fremd erkennt und diese Zelle dann beispielsweise abtötet oder wie die Zelle sagt, ah, ich mag vielleicht ein bisschen komisch aussehen, aber ich gehöre eigentlich zu dir. Deswegen sind immer verschiedene sozusagen Konnektoren notwendig. Sagen wir mal, hier ist die Tumorzelle, hier ist die Immunzelle und wenn die Tumorzelle und die Immunzelle nur sich hier treffen, dann erkennt die Immunzelle die Tumorzelle als fremd. Wenn die Tumorzelle noch ein zweites Merkmal oder ein drittes ausbildet, dann erkennt sie, oh, die gehört doch zu uns. Und was man jetzt gefunden hat, dafür gab es über den Nobelpreis, ist, dass es verschiedene von diesen Merkmalen gibt, die sagen der Immunzelle eher, hallo, ich gehöre zu dir, greif mich nicht an. Und jetzt kommen die Antikörper wieder ins Spiel. Wenn Sie dann gegen diese Signale wieder Antikörper gehen, sodass die Verbindung gekappt wird, dann haben Sie im Prinzip wieder nur diese zwei Verbindungen und auf einmal sagt die Immunzelle, hey, der gehört ja gar nicht zu uns, ich greife den jetzt an. Diese Immuntherapie nennt man Checkpoint-Inhibitor-Therapie, weil diese Verbindungen, die sozusagen die Immunzelle sozusagen im Griff halten, sogenannte Checkpoints sind. Und die wird gekappt, diese Verbindung. Eine andere Form der Immuntherapie ist, dass man einer Immunzelle, das sind dann sogenannte T-Zellen beispielsweise, sagt, Mensch, ich führe dich einfach an den Tumor ran. Und das hat man extrem schlau gemacht, indem man zum Beispiel diese Antikörper wieder gemacht hat, wieder diese Eiweiße mit den zwei Bindungsstellen. Und man hat eine Bindungsstelle so modifiziert, dass man gesagt hat, die geht an die Immunzelle. Und die andere Bindungsstelle hat man so modifiziert, dass man gesagt hat, die erkennt eine Eigenschaft auf der Tumorzelle. Und jetzt gibt man sozusagen man nennt die dann bispezifisch, also spezifisch fürs eine und fürs andere Antikörper. Und dann geht die an die Immunzelle und findet eine Tumorzelle und auf einmal ist die Immunzelle in der Nähe der Tumorzelle und zack, kann sie auch dann wieder die Tumorzelle zerstören. Dann gibt es eine Immuntherapie, die nennt sich CAR-T-Zelle, C-A-R. Das steht dafür, dass man diese T-Zellen, die Immunzellen sind,
mit einem Rezeptor ausgestattet hat, der einer Chimäre entspricht. Daher kommt das C. Sodass diese Immunzelle, die normalerweise, wenn sie eine andere Zelle erkennt, ein zweites Signal kriegt, erstmal Ruhe gibt und sich nicht aufregt, dass sie da was Komisches gefunden hat. Aber wenn man sozusagen das Erkennungsmerkmal, mit dem die Immunzelle die Tumorzellen findet, genetisch verändert, dann lässt sie sich von den Blockierungsmerkmalen nicht aufhalten und geht direkt sozusagen an diese Immunzellen dran. Das heißt, das sind genetisch veränderte Körperzellen. Wenn wir bei der Immuntherapie von der Impfung sprechen, dann ist das zum Beispiel der Gebärmutterhalskrebs. Das ist eine klassische Impfung. Es gibt jetzt auch schon Impfungen, die man versucht einzusetzen gegen Gehirntumore. Wenn wir von Antikörpertherapien sprechen, klassische Antikörpertherapien, dann sind das zum Beispiel Lymphdrüsenkrebserkrankungen, Brustkrebserkrankungen, aber auch Magenkrebserkrankungen, Dickdarmkrebserkrankungen, Kopf-Hals-Krebserkrankungen. Wenn wir von diesen CAR-T-Zellen sprechen, diesen genetisch veränderten T-Zellen, dann ist es im Moment noch fokussiert auf die sogenannten Blutkrebserkrankungen, also multiples Myelom oder Plasmozytom, eine Plasmazellerkrankung, Lymphome, das sind hauptsächlich die sogenannten Non-Hodgkin-Lymphome. Das weitet sich aber gerade immer mehr aus, sodass, wenn Sie mich jetzt fragen würden, für welchen Tumor gibt es überhaupt CAR-T-Zellen und für welche Tumore gibt es überhaupt Antikörper, das könnte ich Ihnen gar nicht beantworten, weil die Entwicklung so rasend schnell ist. Checkpoint-Inhibitoren haben ihren sozusagen Siegeszug begonnen bei Lungenkrebspatientinnen. Die sind dann aber auch bei Dickdarmkrebs, bei ganz bestimmten Dickdarmkrebserkrankungen eingesetzt worden. Es gibt Untersuchungen beim Brustkrebs. Es gibt jetzt gerade neue Untersuchungen, die zeigen, dass Blasenkrebs besonders bestimmte Formen ganz besonders gut ansprechen, sodass diese Entwicklung immer weiter Fahrt aufnimmt. Antikörper haben immer dann eine Nebenwirkung, wenn das Ziel, was die Antikörper finden möchten, nicht nur auf der Tumorzelle ist, sondern vielleicht auch auf anderen Zellen im Körper. Nehmen Sie beispielsweise die Lymphdrüsenkrebserkrankungen. Die stellen meistens Erkrankungen dar, die von den sogenannten B-Zellen herrühren. Und alle B-Zellen haben beispielsweise das Oberflächenantigen CD19. Und der Antikörper, den man zur Behandlung gibt, oder manche Antikörper haben dieses CD19 oder noch häufiger CD20, das ist ein Molekül, als Zielstruktur. So dass Sie, wenn Sie einen Patienten mit einem Antikörper behandeln, der Rituximab heißt, diese Patientinnen dann von ihrer Lymphomerkrankung geheilt sind, aber beispielsweise auch keine B-Zellen mehr haben für eine gewisse Zeit. Und deswegen sind sie immunkompromittiert, das heißt, man bekommt manche Infekte leichter oder Impfungen funktionieren nicht so gut. Wenn Sie diese Therapien geben, die ich Checkpoint-Inhibitoren genannt habe, bei denen Sie das Immunsystem, wenn ich so möchte, ein bisschen anfachen, dann kann es sein, dass das Immunsystem auf einmal eben nicht nur den Tumor als Feind erkennt, sondern vielleicht auch Strukturen im Körper als Feind erkennt. Und dann kann man eine Entzündung der Leber bekommen, man kann eine Entzündung des Darms bekommen, man kann eine Entzündung der Lunge bekommen, man kann eine Entzündung der Hirnanhangsdrüse bekommen, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Therapien immer damit einhergeht, dass man die Patientinnen natürlich weiter betrachtet. Und wenn man merkt, oh, da scheint das Immunsystem so ein bisschen über zu reagieren, dass man relativ rasch wieder auf die Bremse des Immunsystems tritt. Das macht man beispielsweise mit Cortison. Es gibt bei den CAR-T-Zellen, also bei diesen Zellen, die genetisch verändert sind, eine besondere Art der Nebenwirkung und auch bei diesen bispezifischen Antikörpern. Und das ist, dass das Immunsystem auch im Gehirn Reaktionen hervorzurufen scheint, sodass es so eine Art Entzündung des Gehirns geben kann. Fakt ist, diese Immuntherapien sind extrem wirksam und wie mit allen wirksamen Therapien nehmen Sie die Antibiotika als wirksame Therapien. Wenn sie sozusagen praktisch ziellos ausgeschüttet werden, haben wir natürlich Nebenwirkungen, die wir nicht gerne haben. Und deswegen gilt auch hier wieder, dass man eine möglichst gute Indikation, wie wir sagen, also einen möglichst guten Patienten für eine jeweilige Therapie zusammenbringt, sodass Therapie und Patient optimalerweise das Optimum darstellen. Und der Patient oder die Patientin richtig gut von der Therapie profitieren kann.
Na, ich glaube, dass das, was für Sie als Patientinnen oder was für Patientinnen generell interessant ist, ist, dass man denkt, Mensch, mein eigenes Immunsystem hilft ja mit, die Tumorerkrankung zu bekämpfen. Das ist per se, glaube ich, erstmal schon kein schlechtes Gefühl. Dann machen diese Immuntherapien erfahrungsgemäß eben diese Nebenwirkungen, die Sie von klassischen Chemotherapien oder Systemtherapie kennen, nicht in dem Maße. Also Übelkeit ist selten ein Problem. Durchfall ist nur dann ein Problem, wenn der Magen-Darm-Trakt angegriffen wird. Die Immuntherapien führen auch in selteneren Fällen dazu, dass die Blutwerte beispielsweise zwischendurch schlecht werden. Wie immer mit neuen Entwicklungen fängt man mit diesen Therapieformen immer an bei den Menschen oder Patientinnen, bei denen man keine andere Behandlungsmöglichkeit mehr hat. Also haben wir angefangen, beispielsweise solche Antikörper zu geben bei Patientinnen mit akuter Leukämie, die schon andere Therapien hinter sich hatten, vielleicht auch eine Stammzelltransplantation. Jetzt hat man gemerkt, die funktionieren so gut, dass man immer weiter in den Anfang der Behandlung geht. Und bei den Checkpoint-Inhibitoren ist es zum Beispiel so, wir haben früher Patientinnen behandelt mit Lungenkrebserkrankungen, die schon Metastasen hatten, also wo die Lungenkrebserkrankung nicht mehr auf die Lunge beschränkt war, sondern vielleicht auch in der Leber saß oder an verschiedenen Stellen in der Lunge. Und das Eindrucksvolle war, dass diese Patientinnen früher, egal wie gut sie Therapien angewandt haben, nach einer gewissen Zeit leider doch zum größten Teil verstorben sind. Ich sage jetzt mal einfach einen Zeitraum, vielleicht 12 Monate, 15 Monate, vielleicht auch mal 2 Jahre. Und inzwischen haben Sie Patientinnen mit Lungenkrebs oder auch beispielsweise mit schwarzem Hautkrebs, die leben schon 10 Jahre nach Beginn dieser Therapie, weil das Immunsystem extrem gut daran ist, eben die Tumore in Schach zu halten. Und die große Frage, die Sie sich wahrscheinlich jetzt auch stellen werden, ist, kann ich denn diese Immuntherapien dann irgendwann stoppen oder kommt der Krebs dann automatisch wieder? Und auch da kennen wir die Antwort noch nicht so ganz genau. Es scheint so zu sein, dass es möglicherweise Menschen gibt, bei denen man aufhören kann und wenn der Krebs wiederkommt, kann man wieder damit anfangen. Eine Gruppe von Menschen, bei denen man am Anfang zögerlich war und jetzt auch immer weniger zögerlich wird, sind Patientinnen, bei denen das Immunsystem im Körper selber schon Krankheiten hervorgerufen hat. Also beispielsweise Rheuma-Patientinnen oder Patientinnen, die andere Formen einer Autoimmunerkrankung haben, bei denen das eigene Immunsystem schon gegen den Körper vorgeht. Wenn Sie da das Immunsystem jetzt noch reizen, indem Sie verschiedene Kontrollmechanismen wegnehmen, dann hat man am Anfang gesehen, dass diese Patientinnen überproportional häufig starke Nebenwirkungen bekommen haben, sodass man da vorsichtig war. Inzwischen versucht man aber immer weiter herauszufinden, ob es nicht doch Möglichkeiten gibt, diese Immuntherapien bei diesen Patientinnen anzuwenden. Und wenn Sie einen Antikörper kriegen, also ein Eiweiß, dann können Sie das im Normalfall ambulant als eine Infusion bekommen. Manche Antikörper haben die Eigenschaft, weil die oft aus Oberflächensignalen von Mäusen heraus entwickelt werden, dass noch ein ganz, ganz kleiner Teil in diesen Antikörpern Maus ist und 99% Mensch und man kann auf diesen Mausteil allergisch reagieren. Deswegen werden manche Antikörper bei der Erstgabe stationär. Man kriegt eine Infusion über eine gewisse Zeit und dann wird man wieder entlassen, gegeben. Und dann läuft das aber normalerweise ambulant weiter. Checkpoint-Inhibitor-Therapien, das auch Antikörpern sind, ist eine halbe Stunde bis Stunden Infusion. Da kommen Sie alle 2 oder alle 3 Wochen vorbei und dann kriegen Sie diese Therapie, gehen wieder nach Hause. So eine immunologische Therapie, die wir CAR-T-Zell-Therapie geben, die ist im Prinzip mehrstufig. Zunächst müssen Sie einmal die T-Zellen der Patienten aus den Patienten selber raussammeln. Dafür kriegen die Patientinnen sozusagen sowas Ähnliches wie eine Dialyse. Das heißt, sie geben Blut, das Blut geht aus ihnen raus, man sammelt die T-Zellen ab, gibt den Rest wieder zurück. Dann ist ein Zeitraum von ungefähr 6 Wochen, je nachdem, wie lange die Herstellung dauert, in denen ihre T-Zellen in Anführungszeichen scharf gemacht werden. Also wo die T-Zellen genetisch so verändert werden, dann müsste man die noch zum Wachsen bringen. Und dann ist die Rückgabe, im Prinzip sind ja ihre eigenen T-Zellen relativ einfach. Sie sind dann auf einer Station, werden überwacht und kriegen auch wieder eine ganz kurze Infusion. Dauert gar nicht lange, weil man nicht viele von diesen T-Zellen braucht. Aber dann fangen diese T-Zellen in ihnen an, sich zu vermehren und zu arbeiten. Und deswegen ist man im Normalfall immer noch ein paar Tage stationär, um sicher zu sein, dass keine solchen immunologischen Reaktionen auftreten.
Nehmen wir an, Sie sind ein Patient mit einer Lymphdrüsenkrebserkrankung und Sie kriegen eine Immuntherapie, die heißt Rituximab. Dann kriegen Sie die klassischerweise in Kombination mit einer Chemotherapie und dann ist das 6-mal Chemotherapie mit dieser Immuntherapie und noch 2-mal die Immuntherapie obendrauf und dann war es das. Manchmal auch noch 4-mal. Also ist ein zeitlich abgesteckter Rahmen. Nehmen wir an, Sie sind eine Patientin mit einem schwarzen Hautkrebs oder mit einem Lungenkrebs und Sie bekommen eine Checkpoint-Inhibitor-Therapie, also auch wieder eine Infusion, dann ist es klassischerweise so, dass diese Therapien insbesondere dann, wenn Sie in einem fortgeschrittenen Tumorstadium diese Therapie kriegen, wahrscheinlich mindestens 2 Jahre, aber oftmals auch weiter laufen, solange wie die Therapie wirksam ist. Diese Immuntherapien werden aber inzwischen nicht mehr nur eingesetzt, wenn ein Patient schon in einem fortgeschrittenen Tumorstadium ist, sondern in der Zwischenzeit weiß man auch, dass wenn man zum Beispiel einen Patienten operieren möchte an seiner Tumorerkrankung, dass man durch eine vorhergehende Immuntherapie den Tumor so zusammenschrumpfen kann, dass die Operation noch erfolgreicher ist und dass nach der Operation die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor wiederkommt, maximal reduziert ist. Und dann kriegen Sie diese Immuntherapien beispielsweise nur über einen bestimmten Zeitraum, 3 oder 6 Monate. Die KT-Zellen, um das noch abschließend zu sagen, sind klassischerweise oftmals eine einmalige Therapie, weil diese T-Zellen sich in Ihrem Körper einfach vermehren. Der beste Krebs ist der, der gar nicht entsteht. Deswegen ist die wirksamste Immuntherapie die Vakzinierung oder die Impfung. Wenn Sie dann eine Krebserkrankung kriegen, aus irgendeiner Ursache unglücklicherweise, dann kann so eine Immuntherapie vielleicht in Kombination auch mit anderen Modalitäten dazu führen, dass man den Krebs tatsächlich so bekämpfen kann, dass er nicht mehr wiederkommt und wir dann von einer Heilung sprechen können, was wir uns vor 10, 15 Jahren überhaupt noch nicht erträumt haben.